zurück bei Evoland in der Legendary Edition. Yippie! Sind wir weiter. Aber ich darf keine Bomben mehr werfen. Finde ich schade. Meine Bomben sind weg. Keine Bomben mehr. Aber hey, ab geht's zum Labor. Leider darf ich keine Abkürzung nehmen. Das heißt, also ich muss jetzt hier diesen blöden Weg außen lang gehen. Aber okay, das kann man ja mal machen. So, wir wandern hier in die Berge. Da ist das Labor und wir legen los. Wir werden groß. Denn wir legen los. Es besteht kein Zweifel, das ist definitiv die Tür zu Professor Giros Labor. Sie wird in einigen authentischen Dokumenten aus der Zeit des Kaiserreichs genau beschrieben. Trotz zahlreicher Versuche ist bislang niemandem gelungen, sie zu öffnen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, welches Geheimnis dieses berühmte Labor wohl bergen mag. Hier, ich habe eine Idee. Wir können einfach hier graben. Warum eine stark abgesicherte Tür durchbrechen, wenn es eine Abkürzung gibt? Wenn das nur so einfach wäre. Es wurden schon einige Tunnel gegraben, aber sie alle stießen auf ein unglaublich starkes schwarzes Metall. Sieht so aus, als wäre die Tür der einzige Weg hinein. Genau. Und ich dachte, niemand sonst schert sich um Professor Giro. Ich habe euch unterschätzt. Ihr seid bestens informiert, Menschen. Und ihr scheint selbst einiges zu wissen. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Nein, das kann ich euch leider nicht zustimmen. In meinem schlimmsten Albtraum wache ich eines Morgens in meinem rosa Kleid auf, umgeben von Pilzen, die mich für ihre Prinzessin halten. Igitt, warum müssen es auch immer Pilze... Oh ja. Das kann nicht sein. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart mit meinem Vater zusammen, vor 50 Jahren, an jenem Tag, an dem das Kaiserreich uns angriff. Ihr seid der Grund, dass man uns gefunden hat. Mein Vater hat euch vertraut und ihr habt ihn verraten. Ihr seid der Grund dafür, dass sie alle sterben mussten. Ihr meint Menos? Wollt ihr damit sagen, dass ihr sein Sohn seid, Reno? Ihr wart es also tatsächlich. Aber wie kommt es, dass ihr in 50 Jahren nicht gealtert seid? Zweifelsohne steckt die Magie eurer Zauber dahinter. Und jetzt werde ich endlich den Tod meines Vaters rächen. Nein, da irrt ihr euch. Euer Vater Menos? Er lebt. Ihr lügt. Ihr seid mit ihm an jedem Tag verschwunden. Es ist wahr. Als der Großmagus angriff, wurden wir an einen Ort fern von hier gebracht. Sehr fern sogar. Wir haben bis jetzt gebraucht, um wieder zurückzukommen. Und wo ist er dann? Mein Vater, wo ist er? Bei uns ist er leider nicht. Er ist noch dort. Aber wir retten ihn bald. Ganz bestimmt. Wenn ich euch nur glauben könnte, dann hatte ich nicht tun müssen, was ich getan habe. Oh, was habe ich nur angerichtet? Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer aufhören. Aber es ist zu spät. Cherry, Plum. Wie soll ich euch rächen, wenn ich meine Mission jetzt einfach aufgebe? Tina sagt die Wahrheit, euer Vater Menos lebt. Dessen bin ich mir sicher. Wenn ich euch doch bloß glauben könnte, aber einen Menschen werde ich niemals trauen. Ich will nicht weiter mit euch abgeben. Ich werde meinen Vater rächen. Ah, ich verstehe, was hier gemacht wird. Wow. Was, warum? Drecksding.
Nein! Nein! Ich dreh durch. Wartet mal, habe ich noch einen Trank? Ja. Super Saiyajin. Oh, wie ich diese Menschen verachte. Ihr solltet nicht stark wie ihr Dämonen sein. Eure Körper sind schwächer. Euch fehlt es an physischer Stärke. Eure Leben sind kürzer als die unserer. Warum also? Warum müsst ihr wieder und wieder gewinnen? Vor 50 Jahren habe ich alles verloren. Meine Familie, meine Freunde, mein Vater. Endlich hat der Albtraum ein Ende. Jetzt werde ich endlich wieder mit ihnen vereint sein. Aber freut euch nicht zu früh. Es werden andere an meiner Stadt kommen. Eines Tages wird die im Labor weggeschlossene Waffe zum Einsatz kommen und eure ganze Welt zerstören. Das wird der Tag sein, an dem wir Vergeltung üben. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Tag nie eintrifft. Das wird sich zeigen. Troplay, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich den Lauf der Geschichte geändert. Die große Katastrophe wird nicht passieren. Die Zukunft ist gerettet. Ich wünschte nur, Minos könnte das miterleben. Vielleicht hätte er Reno davon überzeugen können, dass wir nicht seine Feinde sind. Oh oh. Schaut, die von Reno entfesselte Energie hat die Tür zum Labor aktiviert. Oh nein, jetzt hat jeder Zugriff auf die Waffe. Nicht, wenn wir zuerst an sie herankommen. Dann könnten wir sie zerstören. Und wo wir schon mal dabei sind, könnten wir auch die hier verborgenen Geheimnisse ausgraben. Was meint ihr, Troplay? Gehen wir rein? Jawohl. Ja, jetzt liegt es an uns, die große Katastrophe zu verhindern. Nach gewissen Schriftrollen aus der Zeit des Kaiserreichs zu urteilen, hatte Professor Giro die Technologie der Magie wiederentdeckt. Das ist eine einmalige Chance, mehr über sie herauszufinden. Als Wissenschaftlerin kann ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Was immer ihr entscheidet, Troplay, ich werde euch folgen. Aber ich mache mir Sorgen um Minos. Ich mache mir Sorgen um seinen Sohn. Okay, jetzt sind wir hier in einem extrem geilen Dungeon. Also der gefällt mir jetzt schon sehr optisch gut. Unglaublich. Solche Relikte habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Es sieht so aus, als sei dieser Ort seit einer Ewigkeit verlassen. Ich vermute, seit Professor Giros Verschwinden hat sich niemand mehr hierher verirrt. Das war vor 50 Jahren. Vielleicht stolpern wir ja irgendwo über seine Gebeine. Gebeine? Aber ja doch, wenn wir Glück haben. Schließlich ist der Professor aller Wahrscheinlichkeit nach hier gestorben. Ich frage mich, wozu das hier gut ist. Ih, ein Gespenst. Das sieht mir nicht nach einem Gespenst aus, eher nach einer aufgezeichneten Nachricht. Warum hören wir sie uns nicht einfach an? 15. Februar 1947, soeben bin ich in dieser Zeit angekommen. Ich habe das Signal des defekten Modells nachverfolgt, das mich hierher geführt hat. Es gelang mir, sie loszuwerden, ihn und die Frau. Ich werde hierbleiben und darauf warten, dass Subjekt X erscheint. Ende der Aufzeichnung. Das ist ohne jeden Zweifel Professor Giro. Er hat sich noch nie ohne diese Maske blicken lassen. Das muss bedeuten, dass auch er durch die Zeit reisen konnte. Lass uns die Waffe suchen und sie zerstören. Ah, dieser Ort, ich habe ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Wirklich verblüffend, ich sollte mir Notizen machen. Dieser Behälter ist schon seit längerem leer. Ein Flackern ist da nichts weiter. Dieser Computer ist defekt. Ach. Was geht da vor? Eine Art Alarm, glaube ich. Womöglich sind wir hier nicht willkommen. Diese Typen sehen ganz besonders fies aus. Ich glaube, wir sollten uns zusammentun und ihnen als Gruppe begegnen. Sehe ich auch so. Triple, entscheide die Strategie. Wir übernehmen den Rest. Was? Och nö.
Ernsthaft? Erstmal einen weg. Pizza. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt immer so ganz einfach. Easy peasy, lemon squeezy. Und der nächste, komm. Ihr habt 15 XP und 30 Gold gefunden. Ich glaube, diese Metallkreaturen haben unsere Anwesenheit bemerkt, als wir auf das Gitter getreten sind. Passt auf, wo ihr lauft. Ja, super, wir sollen ja jetzt hier langkommen. Ja, geil, und jetzt hier? Unscharfe Bilder eines in der sonderbaren herumdüsenden Viechs. Eine Art blauer Igel, seltsam. Moment. Eine Art blauer Igel. Sonic? Sonic, bist du das? Noch nicht auf das Gitter, dann haben wir auch keine Gegner. Ist jetzt die Frage, zählt das Gitter auch oder nicht? Oder wie auch immer, was aber Fakt ist, hier hinten kommen wir lang. Und können an die Truhe, ist das schön. Orikon-Erz. So. Wie gesagt, immer auf das Gitter aufpassen. Ja, und jetzt kommen wir nämlich genau hier hin, wo wir nicht aufs Gitter treten dürfen. Hm. An diesem Gitter kommen wir auf keinen Fall vorbei. Macht euch auf einen harten Kampf gefasst. Verdammt. Ich komme da wirklich nicht dran vorbei. So, dann machen wir jetzt mal eine Combo. Magie. Frostrüstung. Wieso habe ich keine Frostrüstung bekommen? Was soll denn das? Combo. Das ist ein Stürmen. Angriff. Schön verlangsamt. Wir müssen einen Weg finden, diese Gitter unschädlich zu machen. Gegen all diese Kreaturen haben wir keine Chance. Oh, da sind auch wieder Kreaturen. Ich sehe es ja schon. Sicherheit 1 deaktiviert. Außenrum. Fehler. Letztes Sicherheitssystem ist noch online. Ich muss die richtige Reihenfolge nehmen. Okay, gut. Ja, so ist den. Zwei deaktiviert. Ist das jetzt hier die drei oder nicht? Ja, wunderbar. Jetzt darf ich raten. Welcher von den beiden ist es? Ich würde sagen, der hier. Nein! Ach, da hinten ist noch eins. Oh. Das war gemein. Den habe ich echt nicht gesehen. Sicherheitssystem offline für Labore 16 und 32. Juli 1949. Wie erwartet ist Subjekt X erschienen. Sie ist noch ein kleines Mädchen, doch schon jetzt verfügt sie über phänomenale Kräfte. Ich konnte sie gefangen nehmen, aber vernichten konnte ich sie nicht. Ich habe den Prozess der Energieextraktion eingeleitet. Das sollte sie schwächen. Ende der Aufzeichnung. Ob der Professor Giro dieses kleine Dämonenmädchen meint oder ob ein anderes Mädchen gemeint ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden es in einer der nächsten Folgen erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor rein. Tschö, tschö.